Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute mal verschiedene Scanner-Apps für Smartphones vorstellen. Wir beginnen hier mit der Notizen-App auf dem iPhone. Im späteren Verlauf kommen allerdings auch einige Apps noch dazu, die man auch mit Android-Smartphones benutzen kann. Ich habe kein Android-Smartphone, deswegen zeige ich euch das alles hier auf dem iPhone. Die Bedienung ist dann aber so ähnlich. Wir beginnen bewusst hier mit der Notizen-App, weil eine App ist, die Apple von Haus aus auf neue Geräte kostenlos mitliefert und damit kann man auch Scans erstellen. Und das probieren wir jetzt mal. Wir erstellen eine neue Notiz und klicken dann direkt auf das Kamerasymbol und dann auf Dokumente scannen. Positioniere das Dokument. Ich habe hier ein Buch aus meiner Sammlung rausgekramt und das Ganze sichern wir jetzt. Und dann können wir uns das nachher mal anschauen im Vergleich zu den anderen Scan-Apps, die ich euch gleich noch vorstellen werde. So, die nächste App, die wir uns ansehen, die heißt iScanner. Ich bin inzwischen bei meinem iPad, weil ich die App hauptsächlich hier vorliegen habe. Willkommen bei iScanner, beliebt bei 80 Millionen Nutzern. Dann kommen ein paar Nutzerbewertungen. Wir klicken mal auf Weiter, werden auf die Neuigkeiten in dieser Version hingewiesen, zähle ähnliche Objekte auf dem Foto automatisch, scanne in ihrer Tasche, Dateien zu PDF, JPEG oder Text im Handumdrehen scannen und teilen, erweiterte Werkzeuge, App-Funktionen wie OCR, markieren, signieren, ausblenden und Bilder. Und das Ganze kostet, wie so oft bei den iPad-Apps. Ich klicke jetzt trotzdem mal auf Weiter zum Testen. Ne, es ist ein Premium-Abonnement und das möchte ich natürlich nicht machen. Deswegen fällt das Produkt hier auch schon raus in diesem Test. Das ist schade. Für Android gibt es diese App auch. Ich glaube nicht, dass die dort auch kostet. Könnt ihr einfach mal selber versuchen herauszufinden. So viel also dazu. Wir können das Ganze wegklicken und können dann, glaube ich, den Gratistest einmal durchführen. Und in dem Fall klicke ich hier auch auf Dokumente. iScanner möchte auf die Kamera zugreifen. Okay. Dokument im Bildschirm einpassen und fotografieren. Halten Sie die Kamera still. Wir machen auch hier noch ein zweites Bild und wir werden das Ganze speichern, soweit das möglich ist. 1 und 2, fertig. Wir gucken uns nachher das Ergebnis an. Wie gesagt, es ist nur 3 Tage lang kostenlos. Das ist ziemlich ungut, deswegen fällt die App hier mehr oder weniger schon raus. Die nächste App, die ich testen möchte, heißt QuickScan. Was ist neu in Version 7.4.1? Face ID, Touch ID Schutz, beliebiges Bild entzerren und so weiter und so fort. Weiter. Hier werde ich nicht genötigt, ein Abonnement abzuschließen. Das finde ich schon mal gut. Hier ist der Nachteil, dass es vom gleichen Hersteller keine adäquate Android-App gibt. Aber es gibt halt dort auch so ähnliche Apps. Da könnt ihr euch ja selber einfach mal durchprobieren, sichern das Ganze. Und das war's. Das war die QuickScan-App. Und zu guter Letzt probieren wir jetzt noch Adobe Scan aus. Das habe ich wiederum nur auf dem Handy, deswegen muss ich jetzt nochmal das Gerät wechseln. So, das hier ist also die schon angesprochene Adobe Scan App. Und auch die kostet irgendwie Geld, ist aber in einigen Standardfunktionen auch kostenlos zu benutzen. Ihr braucht aber, soweit ich weiß, auf jeden Fall einen Account dafür. Und dann klicken wir hier auch auf Scannen. Dokument wird erfasst. Wir klicken auf Fortfahren. Das funktioniert hier mit dem Teilen ein bisschen anders, wie wir es von den anderen Programmen her gewöhnt sind, weil wir die PDF nämlich in der Cloud speichern müssen. Und von dort kann ich sie dann aber zum Beispiel per E-Mail an mich selber verschicken. So, nachdem das geschehen ist, werden wir uns die verschiedenen Scans jetzt mal ansehen. So, zum Schluss sehen wir uns hier noch das nicht repräsentative Ergebnis an. Ich habe mir keine allzu große Mühe gegeben beim Fotografieren. Das seht ihr auch links, das Foto ist ganz gut. Rechts ist es ziemlich verschwommen. Ich weiß nicht genau, was die Notizen-App hier macht, aber das müsste man jetzt noch händisch zuschneiden. Dazu habe ich relativ wenig Lust.
Außerdem ist hier so ein komischer Rand drumrum und der Dateiname ist hier auch noch mit drin, warum auch immer. Also zum professionellen Einscannen von Dokumenten würde ich sagen, eignet sich die Notizen-App eher nicht. Dann schauen wir uns das iScanner-Ergebnis an. Das ist leider auch nicht besonders gut, ziemlich verschwommen. Das kann aber durchaus an mir liegen, dass ich da einfach nicht stillhalten konnte. Naja, das Ergebnis ist so so lala, es ist sehr verschwommen. Ihr seht das selber, wie gesagt, ist hier nicht repräsentativ. Die App ist so so lala. Und dann haben wir hier zum Schluss noch den Quick Scanner, den OCR Scanner. Da ist das erste Bild komplett unbrauchbar, das zweite geht so. Auch hier haben wir noch ein bisschen was vom Hintergrund mit drauf jeweils. Und zu guter Letzt noch das Adobe Scan-Ergebnis. Das sieht so aus. Das ist schräg, aber für mich eindeutig das beste Ergebnis. Das ist übrigens auch die App meiner Wahl. Also ich habe da mir mal einen Account erstellt vor einiger Zeit. Das ist nicht besonders komfortabel. Man muss erstmal rausfinden, wie es genau funktioniert. Ich habe euch gezeigt, wie es für mich funktioniert. Gute App kann ich nur empfehlen von Adobe. Und das alles findet ihr, wie schon gesagt, in den einschlägigen Stores, das heißt für Android-Handys im Play Store, für iPhones im App Store. Und damit sind wir auch schon wieder durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar. Was benutzt ihr für Scanner-Apps? Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen nochmal und